hier dein Willingen-Wochenende zu Ende. Du bist im Team gesprungen und jetzt heute auch im Einzel. Eine ordentliche Platzierung, oder wie siehst du das? Ja, also ich denke eigentlich, das ganze Woche war ganz, die ganze Wochenende war ganz okay. Gestern natürlich im zweiten Sprung war es ein bisschen ärgerlich, aber es war also wirklich auch, es waren schwierige Bedingungen. Und dann passiert es halt mal, dass auch der Sprung nicht so passt. Aber jetzt mit heute bin ich eigentlich, Ziel war das Finale und das habe ich geschafft. Und im zweiten, glaube ich, war es ein ganz ordentlicher Sprung und deswegen bin ich sehr zufrieden. Jetzt ist es deine erste Saison, wo du im Weltcup so permanent dabei bist oder nahezu permanent. Ist es für dich schon Befriedigung genug oder welche Ziele steckst du dir jetzt? Ja, es ist na klar, erstmal richtig schön, wenn man über eine längere Zeit im Weltcup springen darf. Man lernt dabei auch richtig viel, und dass man sich weiter verbessern kann. Aber wenn man mal drin ist, dann ist klar, dass man